50 Millionen Betätigungen sind und wie man sowas erreicht. Genau das. Also wir haben keine Praktikanten, die da sitzen und klicken müssen, sondern wir haben da Maschinen dafür. Wahnsinn. Ja. Und da ist es wirklich so, dass die Schalter regelmäßig diese Tests bestehen müssen, ja, um dann zu sagen, okay, diese 50 Millionen, die wir ja garantieren, ja, die werden auch erreicht. Die Schalter werden natürlich höher getestet, aber die 50 Millionen testen wir dann in regelmäßigen Abständen. Und dann macht ihr so ab, nehmt dann immer welche aus der laufenden Produktion raus, direkt, und die werden dann hier... Die werden dann da eingespannt. Und das ist aber auch nur ein Teil von diesem Lifetime-Test. Den anderen zeige ich dann an der Maschine. Ja gut, dann bin ich mal gespannt. Das ist schon mal beeindruckend. Eigentlich bräuchte ich sowas mal. Da könnte ich auch endlich mal ordentliche Angaben machen, was die Betätigungszahl betrifft. Aber gut, hier, das machen die Spezialisten besser als ich. Zusätzlich zum Test mit den normalen Bedingungen, das heißt 50 Millionen Auslösungen, haben wir hier nochmal einen Test in Extrembedingungen, das heißt bei wirklich kalten Bedingungen, Minusgraden, unter minus 25 Grad und dann noch bei sehr warmen Bedingungen, das heißt etwa 60 Grad. Und dann werden die Schalter mit der gleichen Maschine nochmal getestet und eben nochmal geprüft, ob sie das auch in diesen Bedingungen aushalten. Um 50 Millionen Anschläge zu erreichen, braucht diese Maschine 6 Wochen etwa. Das wurde uns von Cherry gesagt. Also wir haben jetzt gesehen mit dem einmal mit dem Mikroskop und geguckt, ob da ein Material Probleme sein könnten. Wir haben diesen Langzeittest gemacht oder gesehen, dass da diese 50 Millionen Betätigungen simuliert werden. Das haben wir auch. Jetzt kommt aber noch eine Sache. Wenn jetzt der Schalter fertig ist, gibt es ja auch noch die berühmte Keycap hier. Also ganz normale, reguläre Standard-Keycap, Kreuzpunktaufnahme, käme jetzt auf den Schalter drauf. So, jetzt gibt es aber auch da noch Sachen, die man dann auf jeden Fall auch noch testen muss, wie zum Beispiel Abnutzung, Abrieb. Da haben wir hier eine Maschine, mit der wird das getestet. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz besonderen Test, den kann ich euch nicht vorenthalten. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, die spinnen. Nein, ich glaube, sie spinnen nicht. Hier. Nein, das ist weder Wasser noch Schnaps noch Bier oder irgendwie Alkoholisches, um zu gucken, ob sich da vielleicht was ablöst. Das ist künstlicher Handschweiß. Künstlich heißt da wahrscheinlich eine gewisse Säurekombination, die dann zum Beispiel auch so eine Keycap angreifen kann und dann dafür sorgen kann, zum Beispiel, dass die Schrift verschwindet, dass die irgendwie stumpf wird, was oder glatt wird. Stumpf, nicht stumpf soll sie ja sein, glatt wird sie dann. Das wird also hier auch getestet. Also hier wird nichts dem Zufall überlassen. Also es wird geguckt, es wird geschaltet und es kommt Handschweiß zum Einsatz, wenn auch künstlich, ich glaube auch echten zu kriegen. Ich weiß nicht, wie das hier so im Umland ist. Ich sage jetzt nichts zu, wir belassen es bei dieser Sache hier. Also Michael, jetzt erstmal schönen Dank nochmal für diese Führung, für diese ganzen Einsichten, die den Tastaturpapst ja nur noch ein bisschen begeistert haben. Muss ich sagen, bin ich ehrlich, sieht man nicht alle Tage. Ich gebe zu, ich habe es zum ersten Mal gesehen in meinem Leben. Dass so ein Schalter einfach, wenn man dann mal so guckt, na hier und was dann da alles zusammenhängt, hat mir gut gefallen. Gut, jetzt so ein bisschen in Sachen Nachbetrachtung, mal ein bisschen Ausblick. Die Frage an euch, ganz ehrlich, es gibt ja mittlerweile optomechanische Schalter, also wird auf die Mechanik verzichtet, es wird behauptet, die Reaktionszeit ist noch kürzer, ist fast eigentlich gar nicht vorhanden, also 0,1, 0,2 Millisekunden. Was ist davon zu halten? A, wollt ihr sowas auch mal machen? Habt ihr bei Cherry Pläne für diese Art des Schalters? Und B, was haltet ihr von solchen Aussagen, dieses besonders schnell, super schnelle Reaktionszeit? Ich meine, dass sie nicht abnutzen. Das muss man zugeben, es ist keine Mechanik mehr da, es reibt nichts mehr, es ist natürlich abnutzungsfreier. Aber ansonsten? Ja, ist eine gute Frage. Also, wo fange ich an? Wir gucken uns natürlich sehr genau an, was für Technologien draußen auftreten. Ich meine, Razer hat da ja auch einen relativ lauten Launch hingelegt, muss man sagen. Ich war dabei. Ja, ich habe das Video gesehen. Ja, okay, ja, dann also, alles klar. Wie gesagt, wir informieren uns da auch. Aber du hast es ja selber gesehen. Also wir testen ja auch die Schalter direkt bei uns beim Automaten. Ja, und wir haben Prellzeiten, die liegen bei 0,0, 0,1, 0,2 Millisekunden. Also wenn ich es auf Schalterebene vergleiche, glaube ich nicht, dass ein optischer Schalter großartige Vorteile hat. Im Gegenteil. Mal eben zwischen Reaktionszeit, Prellzeit, ist das dasselbe? Ist es gleichzusetzen oder eben nicht? Ja, da kommt es drauf an. Da ist sehr viel, Entschuldigung, aber Marketing-Bullshit im Umlauf. Fangen wir mit der Prellzeit an. Also Prellzeit ist wirklich dann die Zeit, wo ich einen Schalter drücke, bis ich den Druck registrieren kann in der Elektronik. Mhm. Ja, also weil ein Metallkontakt nicht sofort schließt. Ja, sondern quasi dieses Prellen hat. Wie gesagt, liegt bei 0,1 Millisekunden, 0,2 Millisekunden.
Ähnlich beim optischen, ja, nämlich bis die Lichtschranke betätigt ist, habe ich auch ist diese auch 0,2 eine gewisse Zeit, Millisekunden. Ja, genau. So. Ja, ja. Soweit sind wir uns mal einig. Mhm. Ja, sind wir immer einig. Ja. Dann gibt es eine Polling Rate. Ja. Die Polling Rate ist dann die Geschwindigkeit, mit der ich die Tastatur Matrix abfrage, also indem ich gucke, wann der Schalter gedrückt wird. Die liegt normalerweise bei 1 GHz, also bei 1000 Hertz, mhm. Ja, also auch eine Millisekunde. Also ist das die Signalrate, in der der USB-Port Signale liefert? Nein, noch nicht. Nicht? Noch nicht. Noch, ja, nicht. Gut. Noch nicht. Wird nämlich auch oft verwechselt, sondern nur, wie oft der Controller quasi intern die Tastatur abfragt und guckt, ob der Schalter gedrückt ist. Ja. Und dann kommen wir zum USB-Polling. Ja, wie oft fragt der Computer nach, ob eine Taste gedrückt ist? Und da wird es spannend. Ja. Wenn da jemand hergeht und sagt, ich habe eine Reaktionszeit, ja, die unter einer Millisekunde liegt, ist es physikalisch unmöglich, außer er hat den USB-Bus übertaktet. Ja? Ah ja. Weil der Bus nur jede Millisekunde nachfragt und der ist festgesetzt, der Impuls kommt nicht vom PC, nicht von der Tastatur. Genau. Ja? Deswegen ist jede Reaktionszeit unter einer Millisekunde nicht möglich. Ja, im Schnitt, muss man sagen. Das ist ja ganz schön, wie gesagt, also sind auf jeden Fall mal interessante Sachen, denn fühlen tut man sowas überhaupt nicht. Wir befinden uns also jetzt hier schon auf der Ebene der hohen Theorie. Aber es ist nun mal ein Schalter, hat eine Auslösezeit, es ist so eine Reaktionszeit und ja, wie gesagt, aber jetzt auch noch Ideen bei euch oder ist das Thema noch vom Tisch? Zum Thema optisch. Also, Genau. Also, du hast gesehen, wir haben da sehr hohe Qualitätsansprüche bei uns in der Fertigung, was Sauberkeit und so weiter betrifft. Ja. Es ist auch wirklich so, dass es dieses Gerücht im Umlauf geht, Schalter würden oxidieren. Ja, also mechanische Schalter. Wird ja auch immer wieder genannt. Das würde doch nur, wenn eine Legierung im Spiel wäre. Deswegen vergolden wir unsere Kontakte. Mhm. Das heißt, da oxidiert mich mal gar nichts. Nee, Gold kann nicht mehr oxidieren. Ja, genau. So, außerdem sind die selbst reinigen. Ich habe zum Beispiel Schalter, nachdem wir hier bei Sherry sind und auch sehr viele ältere Tastaturen haben. Also ich habe auch zum Beispiel noch eine Blaupunkt-Tastatur im Archiv. Oh. Falls jemand noch Blaupunkt kennt. Ja, das ist schon. Und die kannst du anstecken und die läuft. Ja. Mhm. Bei optischen Schaltern ist es so, er ist ja auch ein Teil Mechanik trotz allem drin. Also Plastikteile und so weiter und so fort. Ne? Also ist ja nicht rein optisch. Und dann ist es so, wie sieht es mit der Elektronik aus? Also sprich die Lichtschranke, was hat denn die für eine Haltbarkeit? Da habe ich mich jetzt noch keine Angaben gelesen. Stimmt, der Elektronik altert nämlich. Das sind auf jeden Fall Aspekte. Ne? Ja. Und das sind lauter so Dinge, wo ich sage, optisch ist jetzt eine junge Technologie, ich möchte jetzt auch gar nicht absprechen oder schlecht reden. Ja. Aber die Vorteile, die im Moment so rausgekehrt werden, so mit Geschwindigkeit und Haltbarkeit, die sehe ich jetzt als Mechaniker noch nicht. Ja, das muss ich wahrscheinlich mal beweisen. Dann die Nummer abschließend, wo könnte es bei Sherry hingehen? Ich meine, jetzt habt ihr die Schalter sind gut, die Schalter werden sich auch noch wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre verkaufen, aber wird geforscht, gemacht in alternative Schalter? Also, Alternative ist es so, wir beschäftigen uns eigentlich viel mehr mit dem User, was will der User? Ja? Ganz viele eurer Leser oder der Leser sind ja auch gewohnt, auf dem Notebook zu tippen. Fällt teilweise der Umstieg auf Mechanik ziemlich schwer. Deswegen sind wir zum Beispiel hergegangen und haben den Low Profile gemacht. Ja. Man sieht jetzt hier eine Tastatur von Cooler Master zum Beispiel aus der SK-Serie, die ein Chiclet-Design gemacht haben, was halt ein Notebook zum Beispiel so ein bisschen ähnlich ist. Chiclet ist sehr beliebt, habe ich festgestellt. Ja. Die sind sehr beliebt, die Tasten. Ja. Ist aber wahrscheinlich für dich weniger was? Ja? Geht, muss ich sagen. Also ich habe mich, also diese, ihr habt ja auch eine ganz normale Office-Tastatur damit. Die hat mir schon gefallen, muss ich zugeben, beim letzten Test. Ja. Aber gut, das ist natürlich besser. Und das ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Mhm. Ich konnte dir heute leider unsere Entwicklungsabteilung nicht zeigen, weil da liegen so viele Prototypen rum. Wahrscheinlich das Wochenende auch noch hier verbracht hättest. Ja, wahrscheinlich. Nee, wo wir wirklich in alle Richtungen auch schauen und gucken, aber halt wirklich dann auch wirklich schauen, okay, was ist für den User tatsächlich das Beste? Also können wir mal vielleicht was noch mit noch flacher. Dies hier ist erstmal der Anfang. Wir könnten uns auch vorstellen, dass es einen mechanischen mit einem Hubweg von 2 mm gibt. Ich kann mir vieles vorstellen. Ja, das ist zumindest meine Prognose. Es ist nichts dabei rausgekommen. Ich wusste, dass hier. So ist es halt. Ich meine, wer lässt sich schon gerne in die Karten gucken? Wichtig ist das, was wir haben, was man zeigen kann. Und das andere wird kommen. Wie gesagt, also ist alles sehr, sehr interessant. Michael, nochmal besten Dank. Gerne. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Habt euch mal ein bisschen informieren können. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, wo wir dann wieder landen, in welcher Fabrik. Also ich habe zum Thema Langlebigkeit mal was mitgebracht. Ja, wunderbar, das gucken wir uns doch gerne mal an. Ist jetzt zwar kein MX-Schalter, aber bei einem M8-Schalter, das ist quasi doch der Vorläufer vom MX, hat aber auch schon Gold Crosspoint Contact. Mhm. Und jetzt gucken wir einfach mal, was heißt, die Schalter oxidieren. Ja. Was denn der Schalter? Jetzt geht's los.
Also ein Zitterin. Ja, ohne Brille wird es jetzt langsam auch schon schwierig. Oh, ich habe hier so ein. Ne, habe ich in der Jacke. Ein Modell. So. Jetzt gucken wir mal. Also, der ist bestimmt 30 Jahre nicht betätigt worden. Ne? Jetzt gucken wir mal, was er macht. Geht einmal frei, ne? Mhm. So viel zum Thema mechanische Schalter oxidieren. Ne? Ja, und vor allen Dingen halten nicht ewig, ne? Ja. Ne, vor allem diese Mechanik ist interessant auch. Das ist dann da wieder geschaltet. Das ist auch anders als die. Genau, also ich hätte noch einen MX-Schalter auch noch in meiner Wunderkiste. Sogar diese ganzen älteren Schaltermodelle. Genau, oder wir nehmen mal noch was Älteres hier. Oh, aber guck mal. So, was mal gesehen? Ist denn das? Das ist der M7, also der Vorläufer. Was ist das für einer? Also so ein uraltes Ding. Ja, außer M7. Mhm. Tatsächlich auch. Und der wurde bestimmt auch 30, 40 Jahre nicht gedrückt. Mhm. Ja, also was soll ich noch sagen? Nee, das war zumindest ein eindrucksvoller Beweis. Nicht einfach nur geschwätzt, sondern Fakten. Fakten. Deswegen sind wir hier. Perfekt.